Nun geht's weiter mit dem dritten Part des Minecraft Customize 3 Let's Plays. Ich krieg gerade wiederum Schaden durch den fehlenden Hunger. Ich sollte erstmal die Diamanten wegpacken. Wo ich irgendwie sonst Nahrung. Ruhe. Ich fall noch Sätze hier runter. Obwohl, die brauche ich ja eigentlich gar nicht. Knackt, ich bin gleich tot. Diamanten der Pferderüstung brauche ich nicht. Ich stelle das Programm ein bisschen anders hin. Seht ihr natürlich nicht. Aber so stelle ich das jetzt hin. Das hat ihr ja nicht gesehen, aber ich sehe das nur. Und halbes Herz. Jetzt habe ich nur noch ein halbes Herz und jetzt geht es aber nicht weiter zurück. Also, das ist nicht mehr beackert. Weil wenn der Diamant hat, dann macht das natürlich nichts. Was muss ich jetzt denn noch? Brot habe ich immerhin zwei. Ich hatte die doch irgendwo gefunden, diese Brote. Fackeln muss ich natürlich behalten. Was ist denn noch? Gold, ja. Ah, da wird gerade Holzkohle hergestellt. Dann nehme ich jetzt mal hier diese Fackeln. Na, so stark leckt im Moment nicht. Aber diese FPS-Angriffe. Weil ich kann nicht die vermeiden, wenn ich die maximale Bildrate runterschraube. 30 Bilder pro Sekunde. Dann dürfte es eigentlich relativ flüssig gehen. Ja, jetzt ist es ein bisschen flüssiger. Holz ist gleich aufgebraucht, aber es soll auch nicht komplett verbrennen. 40 Abo. Die Axt. 40 Abo ist der Schriftzug hier. Den könnte ich sonst vielleicht aus Goldblöcken bauen. Also nicht aus Golderz, sondern aus wirklichen Blöcken. Und was kann ich denn noch nahrungsmäßig züchten? Rüstung habe ich ja den Helm verloren. Also den Helm muss ich mir noch machen. Dann nehmen wir die 17 Diamanten mal mit. 17 Diamanten, da kann ich immer einen Helm machen. Diamanthelm. Dann bin ich mich vollkommen geschützt, aber ich kann natürlich immer noch sterben. Ein Gunpowder, wo habe ich den her? So Schallplatten. Erde. Sattel. Eisen, Gold habe ich so viel. Und da liegt wieder. Ja, das muss auch eigentlich mal ein bisschen schneller wachsen. Aber zumindest sterbe ich jetzt gerade nicht. Ach, die Pferderüstung, die wollte auch nicht. Was kann ich jetzt damit machen hier? Mit einem halben Herz weiß ich auch nicht, was ich hier machen soll. Soll ich ein bisschen Lava wegmachen? Hm. Ist sowieso schon wieder Nacht. Das ist jetzt fertig. Irgendwas hier zu brennen? Nein. Sechs Akazien zu klingeln. Da liegt auch noch einer rum. Wo beinahe bin ich gestorben. Eisenabbau hier betreiben. Gold. Mit einem halben Herz ist ein bisschen blöd hier. Ich muss irgendwie erstmal ein bisschen mehr Nahrung holen. Und dazu die beiden Sätze erreichen. Ja, ich hole mir nochmal drei weitere. Damit ich noch ein bisschen mehr Holz habe und vielleicht noch einen Apfel bekomme. Hier ein schöner unendlicher Wasserbrunnen. Und habe ich die Holzkohle
Hier, dann können wir nämlich die 64 Gold jetzt schon mal verarbeiten hier. So, kann ich erstmal das hier anschließen. Brennen. Ah, fängt an zu arbeiten hier. Es wird Nacht. Fällt gerade keine wirkliche Tätigkeit an. Ich glaube, ich werde das mal kurz unterbrechen, dann weitermachen. Ich habe jetzt kurz überlegt, aber mir fiel einfach nichts ein, was ich machen soll. Weil einfach Nahrung wächst auch nicht so schnell. Knochen habe ich sowieso keine mehr. Aber so viel Setzling, aber nur ein Weizen. Aber ein Weizen, da kann ich ja kein... Wie heißt das Ding nochmal? Keine... Wo habe ich zumindest Eisenbarren irgendwo? Ja, da habe ich 64 und 10 Eisenbarren. Wir müssen Sticks machen. So, mit dem nochmal... weitere... So, ein paar Schienen machen, da noch ein. Da habe ich jetzt mal 64 und 16 Schienen. Und kann erstmal hier ein bisschen Schienen verlegen. Und hoffen, dass ich nicht in die Lava falle, weil dann bin ich direkt tot. Auch mit einer vollen Diamantrüstung. Hier muss natürlich eine Weiche hingesetzt werden. Oder nein, das brauche ich gar nicht zum ursprünglichen Ort hinzuführen zu lassen. Ich muss halt nochmal 16. Zack, zack, und weg. Relativ vorsichtig sein. Hier kann ja nichts spawnen, weil hier alles hell ist. Alles hell erleuchtet. Sind hier. Ab nach Haus. Das ist ja jetzt der dritte Teil, den dritten Teil. Der eine Baum ist schon gewachsen, der ist auch schon gewachsen. Das Gold ist gerade am Verarbeiten. Redstone habe ich noch keinen. Ich werde das Gold erstmal wegpacken. Weitere Schienen craften. Und die direkt zu Hölzern und Sticks umcraften. Und da sage ich nochmal, zwei Sticks will ich haben. Oder so viel. Vier, fünf. So viel wie geht hier. Sieben gehen. Dann bleiben nämlich zwei übrig. Also nochmal ein Stack und dann nochmal 48. Aber jetzt dann muss ich mir noch welche holen. Ich mache erstmal das hier weg. Dass ich nicht verlieren kann. Ah, wo geht's denn jetzt? In meine Mine. Da. Ein hohes Reinfallrisiko gegeben. Also man kann da leicht reinfallen. Jetzt kann ich hier runter. Jetzt bin ich hier jetzt so. Höhlengeräusch. Ein Redstone in sich.
gehe ich lieber nicht hin, weil das Skelett ist. Jetzt wieder mit voller Nahrung dahin. Also erst wenn ich wieder volle Nahrung habe, wird mein Herz nicht wieder aufhören, gehe ich wieder hoch. Nee. Nicht hoch, sondern runter. Ich hatte ja nur zwei Brote eben zur Verfügung. Die reicht ja nur für 5 Hungerspunkte. Jetzt ist es dunkel geworden oben. Es herrscht Nacht. Ich habe noch 4 Hungerspunkte. Ich kann nichts machen. Außer vielleicht hier Holz abbauen. Hier auch ein bisschen abbauen. Noch ein bisschen mehr. Scheint relativ noch über Baum zu sein. Aber scheint dann nichts zu sein. Beide Bäume abgebaut und schon lassen die wieder viele Setzlinge fallen. Aber Setzlinge bringen mir nichts, die kann man ja nicht essen. V46 Akazie läuft und dann nochmal Bestecker. Noch ein Setzling. Noch einer. Immer ist hier zu gebrauchen. Na, es wächst so langsam. Kann ich das irgendwie schneller zum Wachsen bringen oder kriege ich irgendwie schneller Nahrung? Noch ein Setzling. Ich pack jetzt mal alle weg hier. Und das Gold ist noch nicht fertig. Jetzt haben wir 17 auch noch dazu. Also 45 Goldbahnen. Und sind dann noch in Arbeit. Da ist noch Holz. Hier ist ja nicht hier. Der Zustand, der hält sich anscheinend ein Weilchen, wenn ich das gucke. Vielleicht ein weiterer Spark auf Phoenix. Der bleibt nämlich ein Weilchen. Scheint nämlich noch zerrissen zu sein, aber. Kommt aber nichts an den Äpfeln raus. Ich dachte, die droppen auch Äpfel, aber droppen die nicht. Schon wieder ein paar Setzlinge. Gold ist noch immer nicht fertig. Und das ist immer noch nicht gewachsen, also muss ich sagen. Ich glaube, ich will das oben ein bisschen höher setzen. Ich will noch ein bisschen mehr Gold, ja, da habe ich noch mehr Gold. Das O will ich ein bisschen höher setzen. Das heißt, ich muss mich hier hinstellen, damit das O genauso hoch wie die anderen Buchstaben ist. Dann noch wieder auf der Höhe. Redstone wollte ich ja auch noch holen. Dann gehe ich da erst in die Höhle, wenn ich die Hungerleiste wieder voll bekommen kann. Na, jetzt habe ich da erstmal das Gold. Jetzt ist das 40 Abos so. Immer ein Screenshot. Screenshot gespeichert unter 2014, 10, 1, 17.50 Uhr, also 1. Oktober ist er ja heute. Immer noch ein Apfel irgendwie halten. Aber die Akazien wachsen sonst nicht rum. Also mehr Holz. Und anscheinend nicht. Die einmal wieder leer machen, die kann ich ja auch übereinander stapeln. Und schon wieder kommen Setzlinge, also
muss ich eigentlich nur Holzfarmen in der Zeit machen, solange das hier noch nicht gewachsen ist. Aber jetzt scheint das erste hier fertig gewachsen zu sein. Ich habe allerdings nur ein Weizen. Dadurch habe ich zwei Weizen, aber ich kann dadurch nur kein Brot braten. Dafür brauche ich drei. Habe ich ja hier einen weiteren Weizen, aber ich brauche ja mal drei pro Brot. Und das andere, was ich hier habe, kann ich nicht verwenden, um Nahrung zu kriegen. Ich will dann mal schön wieder Apfel rausnehmen. Aber ich bringe wieder ein Setzling raus. Also die bringen sehr viele Setzlinge, die Akazien. Was steht denn hier in den Statistiken? Spiele verlassen, Spieldauer, Zeit, letzten Tod. Gelaufene Strecke, geschlichene Strecke, das ist glaube ich alles. Was steht denn hier? Das ist auch alles, was ich hier abgebaut habe und so weiter. Hier steht hergestellt. 240 mal Schiene, 100 mal Bretter. Und was hier noch alles steht. Benutzt 450 mal die Erde und 824 Erde abgebaut auf Rang 1. Ganz schön viel, was ich hier habe. Und dann habe ich noch Stein, Diamanterz 130 mal abgebaut. 164, 167, 164. Kreaturen. Du wurdest nie von Creeper getötet, du wurdest nie von Skelett, du wurdest nie von Zombie, du wurdest noch nie von Boom. Ich habe zwei Creeper, sieben Skelette. Sieben Skelette. Da ist die Grammatik falsch. Ein Zombie und eine Crew. Du wurdest nie von einer Crew, müsste dann stehen. Von einer. Muss man die Grammatik mal ein bisschen optimieren. Fünf weitere Sätze. Oh, Wahnsinn, was die Sätze bringen. Und ist da wieder was fertig? Immer noch nicht. 56 Akazien habe ich schon. Da liegt schon wieder ein Setzling. Und da droppt nichts mehr. Macht aber auch nichts. Na, da lag ja noch einer. Erde. Die Lava sind zu bauen, vielleicht kann ich dann hier ein Holzhaus bauen. Nein, ein Holzhaus will ich nicht bauen. Ein Knopf, wie kraftet man die sich? Ganz einfach. Und zwar Holz und dann direkt so. Ein Knopf. Und dann nämlich immer hier. Hier zu und dann brauche ich natürlich eine Powered Rail, aber Redstone habe ich noch keins und ich gehe natürlich nicht in die Höhle, wenn ich nur mit einem halben Herz davon oder keinen Samen gedroppt. Der hätte man zwei gedroppt. Also habe ich jetzt habe ich endlich genug Weizen, um mir wieder ein Brot herzustellen. Einer bleibt dadurch übrig. Backe Brot. Habe ich erzählt. Da ist das Gold fertig geworden. Dann ist wieder ein Stack an. Was denn? Ich packe jetzt mal ein 64 Stack Eisenerz rein. Ja. Ich baue am besten noch einen zweiten Ofen, damit ich dann schneller als braten kann. Einen zweiten Ofen. Hier noch einen Ofen hin und einen Teil der Kohle hier ab. Splitten hier rein und jetzt nochmal so, hier sind 62 Eisenerz. Also jetzt hier das Eisenbraten. Ich hoffe mal, dass der Part euch gefallen hat. Gebt dafür Daumen nach oben, wenn es euch wirklich gefallen hat. Teilt dieses Video, wenn ihr bekannter werdet und abonniert über das Video. Dann kommen weitere Teile. Bis dann und ciao.